Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen, wir sind wieder am Start. So, ich muss mal kurz anklicken, damit ich nochmal weiß, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich vergesse das immer so schnell. Und zwar hat Drogo uns vor Samantha verteidigt und die ging ja davon aus, dass Drogo sich von uns getrennt hat und da schubst er die Samantha beiseite und gibt uns einen fetten Kuss und hast nicht gesehen, dass die ganze Schule weiß, jo, wir sind noch mit Drogo zusammen und es war eigentlich eine coole Nummer, aber auch gefährlich, aber es ist scheißegal. Wir sind Teenager, wir wollen verliebt sein und wir haben Bock auf solche Kacke. Was will Nikolai uns da machen? Uns fressen? Oh, naja. So, das ist wirklich süß, aber geh jetzt. Ich schicke ihm einen Handkuss. Sehen wir uns wie immer nach dem Unterricht? Vergiss nicht, dass du mir gehörst, kleines Ding. Oh ja. Sein betörender letzter Satz erreicht mich mitten im Gang. Mehrere Mädchen schauen mich mit weit aufgerissenen Augen an und verschlingen ihn mit ihren Blicken, als er geht. Dieser Typ gehört mir. Im Kurs von Professor Jones erzähle ich Sarah davon, was mit Samantha passiert ist. So kann ich es vermeiden, über das komplizierte Thema zu sprechen. Dieses Mal ist sie wirklich auf Kriegsfuß. Wir werden sie nicht für immer so mit uns umspringen lassen. Ich versuche, sie zu beruhigen. Ich muss lachen. Und was schlägst du vor? Wir können sie im Schlaf ersticken. Sarah, du hast ja was Böses im Gesicht. Zu sanft. Vierteilen. Ja, das stimmt. Wir lachen leise, bevor wir von einem Räuspern unterbrochen werden und aufsehen. Professor Jones hat seine ganze Aufmerksamkeit auf uns gerichtet und der ganze Hörsaal auch. Sarah verliert ihre Fassung nicht. Ich bin knallrot. Kurz vor einem Herzinfarkt. Ich bitte Sie, Sahnetröpfchen, lassen Sie uns doch Ihren Klatsch uns... Nochmal, von vorne. Ich bitte Sie, Sahnetröpfchen, lassen Sie uns doch Ihren Klatsch auch wissen. Uns doch auch. Das scheint spannend zu sein. Ich richte mich auf. Es ist schon vorbei. Wie schade. Der Professor setzt seinen Kurs fort und wir machen uns ganz klein. Am Ende des Unterrichts versuche ich, mich diskreter vorzuschleichen, aber ich werde ins Büro bestellt. Warum das denn? Wollen wir quatschen? Ja, nee, ist klar. Sahnetröpfelchen, kann ich kurz mit dir sprechen? Ja. Als ob ich Nein sagen könnte. Ja, ist ja richtig. Hören Sie, das tut mir wirklich leid. Ich wollte den Unterricht nicht stören und... Das ist nicht das erste Mal. Ich versuche mich zu rechtfertigen. Ich bin nicht einverstanden. Komm, wir versuchen uns zu rechtfertigen. Ich weiß aber... Ich habe dich nicht gerufen, um darüber zu sprechen. Ich bin überrascht. Worüber könnte er mit mir sprechen? Ich bin einer seiner Studentinnen. Nach der Verwunderung überkommt mich die Angst. Ist etwas mit seinen Hausaufgaben nicht in Ordnung? Will er mich aus seinem Kurs werfen? Sei nicht so aufgeregt, alles in Ordnung. Ich wollte dir nur ein Projekt geben. Ein Projekt? Oh, ein Projekt, Memory zu spielen. Ja, das macht Spaß. Was ist das? Ryans letzte Staffel. Okay. Okay, sowas gibt's auch. Ryan. So, die müssen ja eine Menge an Autoren da haben. Ne? Das muss ich ja mal sagen. Das, was die in Spiele rauskloppen. Ich meine, wir sind jetzt, wenn das jetzt Februar ist, in fünf Monaten, dann spielen wir das Spiel schon seit 2 Jahren, Alter. Zieht euch das mal rein. Und bei solchen langen Spielen, da so viele rauszukloppen, da müssen die, wie gesagt, jede Menge Autoren haben, die dafür was machen. Es ist ja echt ein Buch tatsächlich. Ne? Man müsste es einfach mal alles mal durchlesen. In ein Stück irgendwie oder so. Oh, Samantha, kannst du dich nicht mal woanders aufhalten? Verpiss dich doch mal. So. Ja, siehst du, geht doch. Siehst du, hat sie auf mich gehört, ne? Ich bin auch so ein bisschen. Ich glaube, ich wäre auch so ein guter Drogo-Beschützer-Mensch, ne? So. Ein Projekt? Das habe ich nicht gekommen sehen. Ein Projekt mit mir? Warum ich? Und keine andere Studentinnen? Ich kann mir vorstellen, was du denkst. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Du bist eine sehr begabte Studentin, sogar eine der Besten. Schade, dass du dich nicht konzentrieren kannst.
Und um was geht es bei diesem Projekt? Ich fahre in den nächsten Ferien auf eine Dienstreise und ich bräuchte eine Assistentin. Ich bin baff. Damit habe ich nicht gerechnet, eine Assistentin allein mit ihm auf eine Dienstreise gehen. Das wird für Gesprächsstoff sorgen. Eine Assistentin? Ja, genau. Und ich habe da natürlich an dich gedacht. An mich? Aber warum? Das schmeichelt mir sehr. Aber es gibt da andere Studenten, die perfekt geeignet sind für diese Aufgabe. Und wir wären dann ewig von Drogen getrennt. Und Sebastian ist der Werwolf und weiß ganz genau, wir sollen uns nicht mit Vampiren auseinandernehmen. Oder zusammenhalten oder zusammentun oder wie auch immer. Das stimmt. Aber wie immer im Leben muss man sich entscheiden. Und ich habe dich ausgewählt. Und es gibt keine Widerrede. Ich lächle gequält. Ach, Freunde, das Projekt. Das gibt ein Desaster, Leute, das sag ich euch. Aber dann frage ich mich, wenn wir jetzt noch ein Projekt machen müssen und in den Ferien weg sind und hast nicht gesehen, dann frage ich mich ganz im Ernst, wie lange soll dieses Spiel noch gehen? Also, Kinderchen, danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.